Ja, ein wunderschöner Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Runde Dice Sensware Program. Ja, in der letzten Runde haben wir ja schon ein bisschen was an Grundproduktion aufgestellt. Das war ja auch bitter nötig. Und eine Sache habe ich offscreen noch auf die schnelle Welle gemacht. Ich habe hier noch eine Kiste hingestellt. Ne, und nochmal zusätzlich einen Förderarm rüber, dass wir während das Spiel nebenbei laufen lassen, um Produktion zu puffern. Ja, dass wir die dann dementsprechend auch ein bisschen abspeichern können. Funktioniert wunderbar. Wir haben schon ein bisschen was da und ich habe noch ein bisschen Strom produzieren lassen, weil ich das Gefühl habe, das langt nicht. So, dementsprechend haben wir hier noch ein bisschen mehr turbulente Turbinen, die wir setzen können. Das machen wir auch mal jetzt. Und wir können auch noch was anderes nebenbei machen. Weil wir geil sind, reißen wir die erste Forschung an. Technology. Also, wir brauchen auf jeden Fall den Quatsch hier. Das heißt, wir werden uns jetzt hier erstmal hinstellen und da mal 120 von den Forschungsdingern durchballern. Soll wohl dauern ungefähr 2 Minuten. Jetzt ist die Frage, kann ich das Ganze beschleunigen, wenn ich mir noch ein paar von den Dingern ins Inventar klatsche? Was hat unser Strom? Ja, okay, wir bauen noch mehr davon. Aber hier fahren wir ein paar ins Inventar werfen. Nimmt ihr die auch mit? Ist die Frage, ob es schneller geht, ne? Also ich sehe auf jeden Fall keinen Unterschied. Ob mein Inventar schwerer wird. Könnte ich denn hier oben drauf in der Theorie noch einen draufsetzen oder ist 2 momentan Maximum? Jetzt weiß ich auch, wofür das ganze Glasgedöns war. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob es da irgendeine Änderung gibt. Ich meine, wie gesagt, dass ich das Spiel gespielt habe, ist schon ein bisschen länger her. Oh, einer geht noch. Ich stelle mir direkt einen zweiten her, komm. Ne, genau, dass ich das Spiel gespielt habe, ist schon ein bisschen länger her. Da sind jetzt auch die ein oder anderen Updates zwischen gewesen. Ich hatte es auch mal im Stream gespielt. Und ja, warum nicht? Es ist auf jeden Fall mal wieder geil, das zu spielen. Man kann es sagen, wie es ist. Ihr Kollege, pass auf. Einmal die 7, einmal F1, einmal oben drauf und fertig. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine noch erhöhtere Produktion. Ich vermute, wir brauchen hier die doppelte Anzahl an Armen, weil der Weg länger ist. Würde mich jetzt echt mal interessieren, ob das einen Unterschied macht. Ob es dann ausgeglichen ist, was oben ankommt. Weil in der Mitte führen sie ja gut nach. Naja, warum nicht? Warum nicht? Ne? Wie gesagt, es ist und bleibt ein Provisorium. So, dann haben wir die Forschung fertig und können jetzt uns endlich hinsetzen und anfangen, den Mist hier zu erforschen. Dafür brauchen wir einmal Stahl und 3 Steine. Und für Stahl brauchen wir Eisen. So, jetzt geht's doch im Prinzip schon los. Ja, jetzt geht's doch im Prinzip schon los. Das heißt, wir stellen uns hin. Ich plündere nochmal kurz die Kisten hier ein bisschen. Um das nebenbei nochmal schnell herzustellen. Achso, ja. Um das nochmal schnell herzustellen. Magneten mag ich. Die nehmen wir auch mal direkt mit. Und die schmeißen wir uns auch nochmal mit ins Inventar. Davon haben wir noch 100. Sehr schön. Okay. Also, wir brauchen 2 davon. Dann setzen wir die restlichen Dinger hier nochmal irgendwo hin. Das können wir nebenbei eigentlich mal machen. Wie gesagt, wird nachher besser, wenn wir den ganzen Scheiß hier erstmal terraformen können. Dann haben wir auch mehr Platz. Und vom Soulpile kriegen wir auch ein bisschen mehr nach. Dann, das brauchen wir. Ne, das ist quasi die Währung, um den Planeten hier zu terraformen. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen oder ob wir auf anderen Planeten dann später auch ein bisschen was leer lutschen müssen. So, was haben wir denn? Wir haben, ja, guck mal. Ah? Stabile 6,3 Megawatt und ein Verbrauch zwischen 4 und 5. Also, das ist doch schon mal etwas, damit kann man schon mal arbeiten.
So, dann haben wir hier, haben wir 8 Stück. Kriegen wir noch mehr raus? Kriegen wir noch mehr raus? Freunde, kriegen wir da noch mehr raus? Schon mehr wie 8? Leider nicht, es bleibt bei 8. Aber das macht ja auch nichts. So, okay, pass auf. Wir brauchen noch mehr Förderbänder. Viel mehr Förderbänder. Das hätte ich in der Zwischenzeit mal herstellen müssen. So, okay, bitteschön. Warte mal. Wir haben hier Eisen, ne? Wir haben hier Eisen. Fliegen wir den Spaß doch mal direkt hier rüber. Räum hier mal schnell ein bisschen. Ah, nein, ich habe mich bewegt. Räum hier mal schnell ein bisschen den Müll aus dem Weg. Ja, da können wir direkt auch nochmal hier die Kristalle mit reinschmeißen. Weil wir haben hier hinten doch auch noch Metal Production. 2, F1. Ich sag ja, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Bam. So. Lalalala. Schnell überall nochmal Windturbinen hinstellen. Die müssen sich noch irgendwie verbinden. Und dann... haben wir das hoffentlich irgendwann nochmal. So, bitteschön, da noch eine hin und da noch eine hin und da noch eine hin. Da geht das, da geht die Energie auch mal ans Maximum, ans Minimum meine ich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr davon. Das ist schon mal sehr gut. Du kannst mir bitte hier vorne... Ja, da war wieder mein Hamster, auf den ich getreten bin. Hier vorne brauchen wir Strom. Und dann brauchen wir wahrscheinlich zweierlei Schmelzen, wa? Zweierlei Schmelz, das heißt, wir brauchen, ich vermute mal, 4 Schmelzen. Für Stahl. 2, die Eisen einschmelzen und 2, die Stahl schmelzen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Environment Modification. So, und hier haben wir dann auch schon unsere Foundations, die wir setzen können. Sehr gut. Ups. Und dann wollen wir auf jeden Fall erstmal schnell noch ein Upgrade erforschen. Und zwar... hier, mehr Energie für den Mechagor. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Also, hier haben wir 500k. Nehmen wir noch das eine oder andere Förderband. So, du machst bitte daraus das. Du ebenfalls. Ich weiß, es gibt hier eine Kopierfunktion. Wird sich später bestimmt auch noch verwenden, wenn wir die großen Ketten aufbauen, aber jetzt erstmal noch nicht. So, dann machen wir mal 10 Stück von, bitte. So, du schaffst 60 in der Minute. Was brauchen wir für Stahl?
brauchen wir für Stahl? 3 Eisen. Brauche ich da vielleicht 3 statt 2? Für eine Maschine? Wie lange dauert die Herstellungszeit? 3 Sekunden. Okay. Und da 1 Sekunde. Nö, dann passt das ja. Dann passt das ja. Ich will jetzt hier auch nicht die XXL-Maschinerie davon aufstellen. Das lohnt sich am Anfang vorzeit noch gar nicht. Mir geht es einfach nur erstmal darum, dass wir den ganzen Mist hier erstmal auf die Schnelle verarbeitet kriegen und anfangen können, uns hier Platz zu schaffen. Das ist so quasi gerade mein Hintergrund hinter dem Ganzen. So, das war zu dicht. Da muss einer mehr Platz zwischen sein. Entschuldigung. 3. Danke. So, ihr stellt mir bitte Stahl her. Ja, das läuft ja schon mal. Das läuft ja schon mal, Freunde. Hill. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und... ja, komm, dann bauen wir nochmal 2. Warum nicht? 2 gehen nur noch. Wie viele Arme habe ich noch? 6. 1, 2. Das könnte passen. Nee, passt nicht. Passt nicht. Wir brauchen auch noch Arme, die nachher unseren Betonien da... oh, warte mal. Warte mal, Herr Kollege. Pass mal auf. Das fiel mir gerade eben so auf, so, hä? Na, auf da einen hin. Da einen hin. Dann können wir nämlich direkt noch 2 davon herstellen. Aldi Waldi. Von denen können wir dann auch, von den Greifarmen können wir auch noch ein paar mehr herstellen. Oh shit. Ja, ich komme das gerade so an und denke so, warte mal. Muss das nicht verarbeitet sein? War da nicht mal was? So, also den da rein, hier wieder einen raus und hier noch einen raus. Dann stellt ihr mir bitte hier schon mal den guten Stoff her. Ups. Katsching. Na also. Also dann produzieren die nämlich schon mal das Zeug. So. Dann kannst du nämlich hier vorne rein. Hier haben wir Stahl. Dann nehmen wir die nächsten beiden. So, die können direkt rüber liefern. Und die können direkt hier rein liefern. Und dann... nee, hä? Warte mal. Stellst du die nicht her? Wo stellt man die denn her? Made im Assembler. Oh. Ah, dann stell ich ja eben 2 Assembler hin, habe ich jetzt auch nicht das Problem mit. So, bitteschön, dann brauchst du mir davon nochmal 2. Und eine Kiste. Eine Kiste brauche ich auch noch. Habe ich noch eine? Nein. Also geben wir auch direkt noch eine Kiste mit in Auftrag. Damit wir den ganzen Spaß hier dann auch einsortieren können.
Und ein paar Förderbänder wahrscheinlich noch, wie ich mich kenne. Was zum Glück gucke ich nochmal nach. So, dann kannst du mir davon direkt nochmal 5 Stück bauen. Und dann den hier noch ein bisschen verlängern, bitte. Bitte sag mir, dass das jetzt nicht zu kurz ist. Oh, Glück gehabt. So, und du darfst den ganzen Spaß denn hier in die Kiste reinwerfen. Das war wieder zu eng, oder was? Nein, es passt. Sehr schön. So, fertig. So, und Strom drauf. Strom drauf. Und dann bitte hier direkt rüber. Und schon geht's los. So, dann wieder in den Technologiebaum reingehüpft. Alter. Auch Geräusche hier, ne? Richtig maschinell und so. Ja, Graphit werden wir auf jeden Fall brauchen. Hundertprozentig brauchen wir Graphit. Aber doch nicht jetzt. Wir sollten uns vielleicht erstmal mit den Grunddingern hier so ein bisschen auseinandersetzen. Hier den brauchen wir, das brauchen wir. Das ist jetzt erstmal nur Forschung reinschmeißen. Na, das ist jetzt hier nur erstmal Strecke machen. Können wir so schön verbesserten und eine LED-Anzeige für den Verkehr von den ganzen Förderbändern. Alles ganz süß, lecker und schön. Aber da freue ich mich am meisten drauf. Die Logistikdrohnen, das wird ein Spaß. Gut, aber was haben wir dann auch? Ja, dann können wir hier schon mal die ersten 65 mitnehmen. So, und jetzt können wir auch Platz schaffen. Seht ihr das? So und so. Ja gut, jetzt habe ich natürlich keine Items mehr mit. Aber so kriegen wir dann Stück für Stück den Planeten hier gerade. Kriegen wir eigentlich auch Movement Speed drauf? Ne, steht nichts bei, schade. Steht nichts bei, aber dementsprechend unsere Forschung läuft jetzt. Unsere Ressourcen kommen nach hier zum Terraform. Das war mir ja auch ganz wichtig. Ne, und wenn man jetzt hier so guckt, dann sieht man auch, mit jedem, was ich baue, entweder kriege ich ein bisschen Soul Pile zu. Ne, wenn das jetzt zum Beispiel hier vorne, so von der Seitenansicht sieht man das besser. Hier diese Unebenheiten. Na, die kann ich wegmachen. Pass mal auf, ich versuche das mal von... am besten so, dass man was sieht. Von hier, zack. Jetzt kriege ich Soul Pile zu. Ja, und wenn ich jetzt Sachen aus dem Meer zum Beispiel hervorhebe, weil ich das Wasser wegmache, dann kostet mich das was. Lack of Item. Was? Oh, wir haben nur noch 8. Ich habe gedacht, wir haben nur 81. Ich habe mich gerade schon gefreut. So, ihr kriegt was zu wenig nach... Ups. Ihr kriegt zu wenig Steine nach. Okay. Ich meine, das ist doch kein Problem, wenn ihr zu wenig Steine nachkriegt. Das können wir doch ändern. Kling und pling. Bitteschön. Wie lange braucht ihr eine Herstellung? Naja, 45 Stück. Schafft eine Minute.
Ja, das können wir nachher noch verbessern, auf jeden Fall. Genau, das wollte ich noch kurz zeigen. So. Na, ich hatte ja gesagt, so, wenn wir jetzt Unebenheiten wegnehmen und das quasi auf eine Fläche bringen, dann kriegen wir was nach. Na, jetzt haben wir mal plus 2000 kurz gekriegt. Und wenn ich jetzt etwas aus dem Ozean anheben möchte, dann kostet mich das quasi. Also ich selber bediene mich da eines ganz einfachen Trickes, um am Anfang Ressourcen zu sparen. Ich gehe genau in die Mitte, setze das einfach dahin. Ne, und dann hebt er den ganzen Platz an und schwuppdiwuppdi terraformisieren wir uns hier nach und nach den Planeten zurecht. Ne? Und so schaffen wir uns dann auch Bauplatz. So, dann geht es auch langsam aber sicher in die Richtung, dass wir sagen, okay, alles klar. Wir nehmen uns ein paar Förderbänder von den ganzen Mineralien, führen die erstmal zusammen und dann fangen wir mal an, jetzt hier in den nächsten Folgen so nach und nach erstmal Kupferproduktion aufzubauen und Eisenproduktion. Das ist jetzt so der nächste Schritt, nachdem wir hier fleißig Terraform nebenbei, dass wir da auf jeden Fall ohne Ende nachproduzieren. Und dann fangen wir an, den ganzen Spaß hier auch ein bisschen größer aufzubauen. Ja, und dann geht es nach und nach in Richtung eigentliches Spiel. Genau, das ist jetzt auf jeden Fall das, was erstmal so ansteht. Forschung, 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 ausbauen, ausbauen, ausbauen. Und den können wir nehmen, Thermal Power Plant, den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil, ne? Da kriegen wir ein bisschen Strom. Ich weiß gar nicht, brauchen wir Wasser hier? Bin gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Was wir auf jeden Fall noch mit in die Forschungsqueue reinpacken können, ist eine Sache noch. War das das? Ja, das ja sowieso, ne, damit wir die Weltallansicht kriegen. Aber fliegen würde ich gerne mit reinpacken. Wo war denn das? Andox Mecha Flight, hier. 150 und 60. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, ne? Also, das hier, da brauchen wir allerdings die anderen Forschungspunkte, ne? Erlaubt uns, Storage übereinander zu setzen, also zu stapeln. Und zwei neue Labore oben drauf zu setzen auf die anderen. Dann wären wir da schon mal bei 5. Das geht bis hier hinten hin, dann haben wir hier riesengroße Türme stehen. Gut, aber ansonsten haben wir das, haben wir das. Dann machst du nichts, du. Strom ist stabil. Naja, ne? Kann man doch so lassen, oder nicht? So von Anfang? Bis wir dann irgendwann mal den ersten Fuhrpark zusammengeschustert haben. Ja, haben wir noch 140.000. Das wird auch langsam weniger. Also, endlose Ressourcen waren schon schöner. Aber nicht in dem Let's Play hier. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, in dem Sinne bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zusehen und wäre natürlich ein absolutes Träumchen, wenn ihr den Kanal hier abonnieren würdet, um das Ganze hier so ein bisschen zu unterstützen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich mache jetzt noch einen Screenshot fürs Thumbnail und ich sag mal, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.